ein herzliches Willkommen unserer 24. Arena-Königin. Ich grüße dich ganz, ganz lieb, unsere Anastasia I. Aber nicht nur du wirst gekrönt, sondern auch hier eine ganz kleine Puppi. Die ist fast genauso aufgeregt, unsere kleine Lea. Lea, du wirst heute der Rente-Prinzessin. Ja, und diese beiden hübschen Mädchen, die sprechen doch für sich. Lea und Anastasia werden im kommenden Jahr unser Bad Blankenburg gemeinsam mit der Tizia. Tizia kommt zu uns, kommt du gehörst auch wieder zu. Und natürlich mit unseren jungen Fröbelfort. Wir werden über die Lande ziehen und ich hoffe, unser Bad Blankenburg wirklich vertreten. Und ich denke, das ist mal ein riesen Applaus wert. Krönung vornehmen. Jessica, bist du bereit? Bitte schön. Und der Lutz ist jetzt mal hier, der Adjutant. Das ist immer der Moment, wo die Fotografen ihre Chance haben. Roberto, bitte trete nach vorne. So, und ich bitte jetzt den Mike, die Krönung vorzunehmen. Wir krönen also heute zur 24. Lavendelkönigin, unsere Anastasia Prohaska aus Bad Blankenburg, ein Blankenburger Mädchen, die selbst einmal Lavendelkind war, die ganz klein angefangen hat, bei der Frau Geisler in Lavendel AG mitzumachen. Und jetzt ist sie Lavendelkönigin, unsere Amtieren. Und ich freue mich ganz doll. Ich kenne ihre Eltern, ihre Großeltern. Und ich glaube, ihr seid jetzt alle stolz wie du. Und Lea, es ist schön, du hattest ja schon einen Auftritt mit mir, ne? Also ich denke, wir können ganz stolz sein, dass wir hier so tolle Leute haben, so tolle kleine Leute. Also ich freue mich. Ich denke, die Gäste sind auch ganz gewaltig. Oder der Morgen, der Bratwurstkönig, der freut sich schon auf Gäste. Der hat uns schon die erste Einladung gebracht ins Bratwurstmuseum Norwegen. Läuft! Deswegen freut es mich umso mehr, dass ich dieses Jahr die Ehre habe, die Lavendelkönigin sein zu dürfen. Und dieses Jahr ist auch nicht nur mein Ziel, Bad Blankenburg so gut wie möglich zu vertreten, sondern vor allem das Amt der Lavendelkönigin der jungen Generation näher zu bringen und attraktiver zu gestalten, da ich das Gefühl habe, dass man gar nicht so wirklich weiß, was die Lavendelkönigin das ganze Jahr über eigentlich macht. Und das mache ich, indem ich auf Instagram meine Reisen teile. Und wer mir da folgen möchte, der kann das gern machen. Der Name ist lavendelkönigin.bb. Vielen Dank für das Dankeschön. Der Anastasia, der bei erster Amtshandlung steht an, der Prominente in der Wanne. Die Ecke ist seit Jahren. Seit Jahren hier an unserer Seite einmal die Elke und einmal die Frau Senfkleben. Das sind unsere beiden Praxen, die uns unterstützen im Lavendelbad. Denn Elke, ihr wisst, was man tun muss. Wir haben gestern gesagt, jeder, der im Lavendelbad war, hat die ewige Schönheit und alles andere dazu. Hast du auch den Eindruck? Ja, auf jeden Fall. Man sieht es ja immer wieder. Danach. Wir erwarten jetzt einen Prominenten, der Mann, jetzt kommt mal zu mir. Kannst du dir denken, wer es ist? Nee. Und die Wahl aus der Heim, mit der kleinen Schwesterlein, und dann ist sie auch so ein Sehen. So, ihr Lieben, jetzt sind sie hier bei mir, die Freunde vom Verein Schwarzeck, Freunde. Ja, lieber Gunter, bei Blankenburg kennt dich spätestens jeder, der schon mal umgekracht ist in den letzten 32 Jahren, hat ihn vielleicht als Notfallsanitäter erlebt, so lange ist er in seinem Beruf. Und er hat sich seit Jahren vorgenommen, das Hotel Schwarzeck zu retten. Es sind ein bisschen verrückte Leute, die sich getroffen haben, unter anderem Herrn Michael Wiedeburg, der 2007 schon mal einen Verein vor uns hatte, wo wir gar nicht wussten, dass es ihn gibt. Und er hat es wirklich tatsächlich geschafft, über Spendengelder jetzt
es zu schaffen, dass Geld an die Stadt Bad Blankenburg überwiesen worden ist, dass am 11. Oktober eine Verhandlung gegen diesen Besitzer, der das heute noch an sich klammert, warum auch immer, zu führen. Und jetzt ist ein kleines Ziel vor den Augen. Ich weiß, es gibt natürlich auch Kritiker, die sagen, ihr seid doch irre, diese alte Bude da irgendwo oben, aber es hat sich verdient zu sterben. Und ich sage für uns, Bad Blankenburg ist das größte Gebäude in unserer Stadt. Und wir kämpfen einfach weiter, auch wenn es ein bisschen verrückt klingt. Es ist ganz einfach so und es macht auch viel Spaß. Du hast sie kalten Füße. Aber du bist extra aus Berlin angereist und wenn man den Namen Wiederburg sagt, dann weiß man natürlich, er ist ganz, ganz eng mit dem Schwarzeck verbunden, mit dem Kurbetrieb. Und es gab mal einen Mann, den Marc Chagall, ein Maler, der hat einen Satz geprägt. Wie war der Satz? Dies hier ist ein Ort, an dem selbst die Götter leben können. Das hat er gesagt, als er auf einer Treppe im Schwarzeck stand. Und du hast uns etwas mitgebracht, Michael? Das ist ein wollte ich gerne dem Bürgermeister überreichen, das ist ein Plakat von Chagall. Ein Bild von Chagall ist ein bisschen zu groß für mein kleines Portemonnaie, aber es ist eine Erinnerung am 23. August. Deshalb wäre er 100 Jahre dann hier in Bad Blankenburg gewesen. Und er hat ein Dreivierteljahr hier gewohnt. Er ist von Weißrussland, von Belarus über Berlin, Bad Blankenburg, Paris nach New York dann emigriert. Und das ist eine kleine Erinnerung an sein Werk hier, da er ganz dicht mit dem Dr. Paul Wiederburg befreundet war. Und das möchte ich dem Bürgermeister als Dankeschön für die Unterstützung geben, die er den Schwarzeck-Freunden zuteil genommen hat. Natürlich unsere Sibylle. Tschüss.